Und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Match Melody. Mein Name ist Chrissy und wir starten mit Quinn in einen wunderschönen guten Morgen. Mal gucken, was uns heute den Tag erwartet. Wir sind todmüde, entsprechend noch, weil wir gestern zu lange off waren. Wir haben den 21. Am 23. ist das Blumenfest. Wahrscheinlich müssen wir eine Blume vielleicht mal nochmal abgeben morgen. Vielleicht? Gucken wir mal. Kuhfest ist am 28. Wetter, morgen Bombe. Nice. Und... Ja, wir haben doch eigentlich alles, was wir brauchen. Gut, gucken wir mal. Huch. Wer hätte das gedacht? Karl! Du bist wieder da? Nice! Guten Morgen! Ich hab schon gedacht, du bist nicht mehr da und kommst nie wieder. Du bist fähig, den Laden jetzt zu führen? Dann mach ihn auch endlich auf. Ich will Kaffee trinken. Ich will Kuchen essen. Ich will... Komm! Ich komme später vorbei. Es gibt mehr Arbeit. Ich habe vergessen, mich oben sowieso einzudecken, deswegen... Also, wir brauchen Regenbogenpfeile für Henry. Wir brauchen nochmal ein Spezialei für Luis. Ihr könnt jetzt... Wir gehen gesamt aufs Ganze und nehmen noch eine Spezialmilch für Karl mit. Aber mehr brauchen wir aktuell nicht. Keine Zwischensequenz. Schade. Halb so schlimm. Wir besuchen Karl einfach direkt, wobei ich wahrscheinlich davon ausgehen könnte, dass sein Laden noch geschlossen hat. Oder? Ja, der ist noch abgeschlossen. Wie viel Uhr? Ab 9 Uhr. Gut, ist halb so schlimm. Ich höre dich, Maulwurf. Ich höre zwei Maulwürfe. Aber ist mir gerade egal. Ich freue mich einfach, dass Karl wieder da ist. Oh, Karl! Wo warst du geblieben? Die ganze letzten Monate. Jahre. Nee. Ja, war das nicht. Das waren Monate. Das war vielleicht zwei oder drei Jahreszeiten. Aber sehr viele Folgen waren das. Das weiß ich jetzt schon. Hallo Vector. Ihr habt ja wieder größtenteils gute Erträge mir gegeben. Spitze ist... wäre noch zu übertrieben. Gute Erträge. Ihr verrückter Hühnerhaufen. Ja, und ich weiß auch eigentlich mittlerweile, ist alles Hühner und keine Hähne. Und ich den Männernamen gebe, ist irgendwie ein bisschen blöd. Ja, das könnte man vielleicht mal demnächst mal ändern. Victor.
Henry ist wieder um die Ecke. Schauen wir direkt bei ihm mal vorbei. Henry! Guten Morgen. Fisch gefällig. Wie jeden Tag. Bekomme ich ein Bild? Heißt wohl nein. So, einmal hier ein bisschen. Spritz, Spritz machen. Alles hier anfeuchten. So, dann gucken wir mal, ob das Café jetzt geöffnet hat. Ich nehme mal hier ein bisschen die Schleichwege. Burp, burp. Oh, Lest ist auch da. Hi. Hi, Karl. Guten Morgen. Du brauchst doch bestimmt Milch für deinen Kaffee, oder? Hi. Ja, du darfst wirklich. Jetzt verkauf mir was. Du hast immer noch keinen Kaffee. Was mache ich nur mit dir? Erdbeermilch, Orangensaft, Tomatensaft. Das ist jämmerlich. Gib mir einen Pudding. Bringt nichts. Gib mir Pfannkuchen. Bringt nichts, gib mir einen Kaffee. Oh ja, hab keinen Kaffee. Du schimpfst das Kaffee und hast keinen Kaffee. Was ist denn hier los? Jörg. Das Würzige bitte. Wenigstens etwas, was mich wach macht. Na, Quen, alles fett im Schritt. Ich sollte das lassen. Luis ist noch nicht da, also kurz rüber zu meinen Tieren. Jamie wieder alleine am Strand. Moin! Futterlieferung! Lasst es euch schmecken. Natürlich gibt es für euch alle noch mal die Striegelmassage. Damit ihr auch erholt in den Tag starten könnt.
und die Kühe mir wenigstens gute Erträge geben könnt. Zeig, was du kannst, Andi. Tommy, bitte enttäusch mich nicht so sehr. Es ist gut, ist gut. Anne, ist gut. Michael, komm bitte, reiß raus. Da reißt kein Zacken aus der Krone. Wir wissen alle, dass das keine guten Leistungen sind. Keine Spitzenleistung. Korrigiere. Gut ist es größtenteils schon. Aber halt Spitze nicht. Geht besser. Ich glaube, Basil. Ja, Basil habe ich noch nichts geschenkt. Ich habe keine Erdbeeren. Muss ich sowieso noch mindestens einmal nach Haus. Hier habe ich ja alles gegossen gehabt schon. Cool, ist ja auch fertig, also könnte ich dir kommen. Übrigens, ich war oben schon lange nicht mehr harvesten. Also dürfte eigentlich oben wieder alles Mögliche voll sein. Schauen wir später mal gleich. Bei euch war ich ja heute schon. Geh nur eben mal hier kurz was verkaufen. Das ist 1A Kohl. Luis! Bist du eigentlich hier wieder irgendwo in der Umgebung? Artliste? Nein. Kräutertee. Da ist jemand müde. Ich brauche noch. Mag irgendjemand? Weiß ich nicht. Gib ihm. Bitter. Aber macht mich munter. Aktuell nicht irgendwo zu sehen.
Michael! Er ist nicht da? Och Mann. Wo versteckt das sich immer wieder? Luis! Auch nicht hier. Dann rutscht mir halt den Buckel runter. Basil! Hi, Fjorda. Gib mein Bestes. Nicht tschüss. Bitteschön. Luis ist schon wieder irgendwo, wo er sonst wo ist. Geh ich halt jetzt angeln. Ist mir das auch egal. Als wenn das nicht gut ist, weiß ich auch nicht. Ist aber eine Flunder. Habe ich schon. Komm, der Fisch muss doch da anbeißen. Kannst du mir nicht erzählen, dass der Fisch da nicht anbeißt? Wollte doch gerade sagen. Flunder. Brauchen wir nicht. Also hier kriegen wir nur Flundern. Hier vielleicht? Komm, beiß einfach an. Kugelfisch. Nein. Warum gibt es eine weitere Note nicht fürs 1000 Fische angeln? Noch ein Stück weiter. Jetzt bin ich zu weit rechts, aber der Fisch kommt mir entgegen. Dezent nicht. Als ob. Blöder Fisch. Das ist schon wieder Kugelfisch. Bleibt mir fern mit dem. Irgendwie, wie es hier drüben aussieht. Ich glaube, den habe ich verjagt. Komm, beiß an. Den Kugelfisch woanders hinstecke. Alter, hier sind so viele Korallen. Mach hier mal ein bisschen den Strand sauber. Oh,
Müde. Luis hat sich schon wieder nicht blicken lassen. Hallo Delfin. Ups. Den können wir mal kurz einsteigen. Ich glaube, den habe ich entweder selten oder einmal schon mal gefangen. So, hier haben wir noch nicht überprüft. Sind die aber glaube ich, in der Ranch. Ja, vom Delfin. Kugelfisch? Kugelfisch. Das ist die Einmündung der Kugelfischer wahrscheinlich. Das ist aber ein anderer Fisch. Alle Heiler. Habe ich noch nicht gehabt. Ja, da drüben dürfte ihn aber. Ja. Kugelfisch. Der hat keinen Bock anscheinend. Doch. Aber schon wieder ein Kugelfisch. Mist. Na komm. Energie ist sowieso fast zur Neige. Wir machen uns ins Bett. Heute leider geschlossen. Ach so, wir haben schon den nächsten Tag, deswegen. Wir werden morgen sowas von tot sein. Schon wieder. Ist mir aber egal. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ja, ja. Wir gehen ja schon ins Bett. Sagen ciao. Mit war mein Chrissy AP. Und gute Nacht. Quinn!